keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabbasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video und heute möchten wir euch einige Dinge zeigen, die ihr mit eurem Charakter auf Stufe 110 auf der einen Seite jeden Tag erledigen solltet und auf der anderen Seite jede Woche. Dabei möchten wir an dieser Stelle natürlich darauf hinweisen, dass das Ganze darauf ausgelegt ist, den Charakter auf Stufe 110 möglichst schnell und effektiv auszustatten bzw. zu verbessern. Außerdem gibt es ein paar Voraussetzungen, die ihr erfüllen solltet, damit ihr eben alle Aktivitäten auch erledigen könnt, die wir euch gleich auflisten werden. Nämlich sollte euer Charakter natürlich auf Stufe 110 sein. Ich glaube, das ist natürlich selbstverständlich. Ihr solltet so weit wie möglich alle Suramar-Quests erledigt haben, also soweit es euch möglich ist mit eurem Ruf. Ihr solltet so weit möglich eure Berufsquest erledigt haben, damit ihr eben auch die World-Quests bekommt. Ihr solltet die Questreihe zur Obliterium-Schmiede erledigt haben und nicht vernachlässigen. Das ist natürlich auch so eine Sache, die einige Spieler außer Acht lassen. Und ihr solltet ein Item-Level von 825 besitzen, allerdings nur für die mythischen Instanzen. Da gehen wir nachher noch weiter drauf ein. Wenn ihr eben diesen Punkt nicht erfüllt, dann fallen die mythischen Instanzen mehr oder weniger für euch weg. Es muss natürlich nicht genau das Item-Level von 825 sein, sondern etwas um den Dreh herum. Kommen wir nun zu den Dingen, die ihr wirklich täglich erledigen solltet und weshalb es sich lohnt, auch wirklich jeden Tag einzuloggen. Da hätten wir an erster Stelle das Artefaktwissen. Am Anfang ist es natürlich jetzt noch so, dass der Arbeitsauftrag länger dauert, mehrere Tage, 5 Tage um genau zu sein. Das reduziert sich aber mit der Zeit und ihr solltet natürlich stets darauf achten, dass der Arbeitsauftrag läuft, dass der zweite Arbeitsauftrag auch in Auftrag gegeben ist und sich das Ganze dann wirklich ja überschneidet. Denn die Erhöhung des Artefaktwissens ist mehr oder weniger das Wichtigste, was wir am Anfang auf Stufe 110 zu machen haben, denn nur dadurch kommen wir an größere Mengen von Artefaktmacht und farmen uns nicht dumm und dusselig über die Worldquests. Und wo wir gerade so schön von den Worldquests reden, diese sind natürlich ebenfalls jeden Tag zu erledigen, zumindest in einem gewissen Umfang. Ihr müsst nicht jeden Klumpen Gold irgendwo mitnehmen und jedes Ausrüstungsteil, aber ihr solltet schauen, dass ihr möglichst viel von der Artefaktmacht jeden Tag mitnehmt und auch die Ordensressourcen, falls da Bedarf besteht. Auch die Ausrüstung kann sich immer mal wieder sehen lassen, da diese ja bei den Worldquests Belohnungen skaliert mit eurem eigenen Gear. Das bedeutet, je höher euer eigenes Gear ist, zum Beispiel 825er Schultern, dann bekommt ihr keine Worldquest mit einer Belohnung von 805er Schultern, sondern voraussichtlich mit 840+. Dies ist dann eine der Dungeon World Quests und die sind sehr lukrativ, das solltet ihr natürlich machen und ansonsten schaut einfach nach, welches Gear euch nach vorne bringt, welches ihr benötigen könnt, welches vielleicht auch für einen Off-Spec zu gebrauchen ist oder für eine andere Wahl der Talente, da müsst ihr dann einfach selber flexibel entscheiden, was ihr jeden Tag machen möchtet. Neben den vielen verschiedenen Worldquests bekommt ihr aber auch jeden Tag eine neue Abgesandten-Quest. Dafür müsst ihr 4 Worldquests einer bestimmten Fraktion erledigen, könnt dann die Abgesandten-Quest abgeben, bekommt dafür natürlich auf der einen Seite Ruf und eine dieser schönen Truhen. Da drin können ziemlich viele verschiedene Belohnungen enthalten sein, aber eine Belohnung ist natürlich besonders erstrebenswert, nämlich ist die Abgesandten-Quest eine der bestätigten Quellen für legendäre Gegenstände. Gerade eben haben wir schon über die World Quest in der Instanz gesprochen, die ab und zu auftaucht, aber ihr solltet auch jeden Tag eine zufällige heroische Instanz bewältigen. Nämlich könnt ihr da, besonders jetzt am Anfang von Legion, noch euer Gear verbessern und auf der anderen Seite könnt ihr natürlich die Artefaktmacht mitnehmen, die ihr für das zufällige Betreten der ersten heroischen Instanz an einem Tag bekommt. Kommen wir nun zu dem Punkt, warum ihr in Suramar die normalen Quests ja weit fortgeschritten haben solltet, denn es geht darum, dass ihr natürlich dort die täglichen Aufgaben wahrnehmt. Das bedeutet, ihr speist die verschiedenen Nachtsüchtigen mit uraltem Mana, ihr könnt zum Beispiel das Szenario noch machen, wo wir auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen werden, allerdings eher bei der Sache, was man wöchentlich erledigen sollte und im Allgemeinen einfach schauen, was man hier machen kann, um den Ruf bei den Nachtsüchtigen zu erhöhen. An dieser Stelle möchte ich da mal ganz dezent auf unseren ausführlichen Suramar-Guide hinweisen. Den findet ihr bei uns auf der Seite oben im Menü bei WoW Guides verlinkt. Dort stellen wir euch alles Mögliche zu Suramar vor, was man dort so erledigen kann und auch wie man den Ruf bei den Nachtsüchtigen steigert.
Kommen wir noch zum Punkt Sonstiges. Dort haben wir für euch beispielsweise noch den Tipp, dass ihr eben auch die World Quests zu den Berufen erledigen solltet für das Blut von Sageras oder entsprechende Handwerksmaterialien und auch ansonsten einfach Ausschau halten solltet nach Aufgaben, die euch Artefaktmacht gewähren. Neben der Artefaktmacht solltet ihr aber auch die Ordensressourcen nicht vernachlässigen, denn nichts ist ärgerlicher, als in der Klassenhalle zu stehen und nichts machen zu können, weil euch einfach die Ressourcen fehlen. Ihr benötigt die für viele verschiedene Dinge, wie zum Beispiel das Starten von Missionen, das Ausbilden von Anhängern, das Upgraden der Klassenhalle, das Starten von Arbeitsaufträgen für das Artefaktwissen, das Aufwerten des Klassenhallensets und mehr. Kommen wir nun zu den Dingen, die man wirklich wöchentlich erledigen sollte, teilweise auch alle paar Tage, da gehen wir jetzt genauer drauf ein. Und der erste Punkt, den wir haben, sind die Siegel des verheerten Schicksals. Das sind die Bonuswürfel, die wir eben dann in den Schlachtzügen benutzen können werden oder den mythischen Instanzen. Diese werden dann mit dem Erscheinen des ersten Schlachtzugs Smaragdgrüner Albtraum freigeschaltet und ihr könnt diese in Dalaran vor der violetten Festung erstehen. Wie bereits in Warlords of Draenor könnt ihr euch 3 Siegel pro Woche kaufen. Dabei ist es so, dass ihr diese entweder mit Gold bezahlen könnt oder mit Ordensressourcen. Das ist also eine Sache, die ihr einmal in der Woche auf keinen Fall vergessen solltet und wirklich, selbst wenn ihr eine Woche nicht einloggt, ja, dann solltet ihr zumindest daran denken, euch deswegen einzuloggen, denn nichts ist ärgerlicher, als in eine neue Raid-ID zu gehen, ohne die Siegel des verheerten Schicksals zu haben und sich so vielleicht Bonus-Loot entgehen zu lassen. Demnächst wird es auch zu den Weltbossen eine Worldquest jede Woche geben, nämlich genau eine, und dort gibt es auf der einen Seite natürlich sehr lukratives Gear zum Einstieg in die Schlachtzugsinstanz Smaragdgrüner Albtraum, aber auf der anderen Seite auch eine gigantische Menge von Artefaktmacht, die jeder wirklich brauchen kann für den Ausbau seiner Waffe. Die Schwierigkeit der Weltbosse schwankt da ein bisschen, im Allgemeinen kann man aber sagen, dass diese ungefähr von der Schwierigkeit von Khazad angesiedelt sind. Kommen wir nun zu den mythischen Instanzen und warum wir am Anfang ein Item-Level von 825 rausgegeben haben als Empfehlung. Dieses ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, damit die mythischen Instanzen, man kann sagen, angenehm verlaufen. Man kann auch mit einem niedrigeren Item-Level dort hineingehen, dann dauern die Kämpfe aber deutlich länger und man muss natürlich deutlich mehr leisten. Trotzdem lohnt es sich, die Instanzen zu machen, auch ein paar Wipes in Kauf zu nehmen, aber am Ende bekommt man für jeden Boss 200 Artefaktmacht, natürlich die Zahlen ohne dem Artefaktwissen eingerechnet, und es lohnt sich so gesehen auf jeden Fall. Bei 10 mythischen Instanzen, und man kann im Grunde rechnen, so 3-4 Bosse pro Instanz, kommt da auf jeden Fall jede Menge zusammen. Weiterhin darf man natürlich auch den Loot nicht vergessen, der besonders lukrativ ist, um den Einstieg in den Smaragdgrünen Albtraum zu schaffen. Eine Sache, die ihr übrigens alle 3 Tage machen könnt und auch solltet, ist das Szenario in Suramar mit dem Namen Ausbildung der verdorrten Armee. Dieses Szenario könnt ihr bei der Arkanistin Talysra starten und dafür benötigt ihr mindestens 400 uraltes Mana. Es gibt allerdings auch höhere Stufen und je mehr uraltes Mana ihr zugegeben wird, desto mehr Verdorrte bekommt ihr im Kampf gegen die verschiedenen Geschöpfe im Untergrund. Dort geht es ja darum, so viele Punkte wie möglich auf der einen Seite zu sammeln und auf der anderen Seite auch die Kisten zu öffnen, um eben die verdorrten Armee zu verbessern. Auch hier gibt es wieder sehr lukrative Belohnungen, wie beispielsweise episches Gear, Ruf bei den Nachtsüchtigen, aber eben auch die Chance, zum Beispiel das Quest-Item für das Fuchsmount zu erhalten. Soweit so viel zu den Aktivitäten für die Main-Chars. Jetzt kommen wir noch zu den Twinks und dabei kann man eigentlich sagen, dass es genau das gleiche ist. Da müsst ihr einfach selber ein bisschen Zeit einplanen, wie ihr das Ganze handhaben möchtet, wie viel Zeit ihr auch in einen zweiten Charakter investieren möchtet oder ob ihr erstmal einen zweiten Charakter beiseite liegen lasst und euch nur auf einen Charakter konzentriert. Das war es soweit auf jeden Fall mit den täglichen und den wöchentlichen Aktivitäten, die ihr zur Maximierung eures Charakters nachgehen solltet, jeder Woche oder jeden Tag, je nachdem. Das Ganze gilt voraussichtlich erst einmal bis Patch 7.1. Dort wird es dann nämlich noch weitere Neuerungen geben. Neuer World-Content wird zur Verfügung gestellt und es soll auch eine 9-wöchige Kampagne in Suramar geben. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wie immer fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, lasst mir einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.